Herzlich willkommen in der Ausstellung und widerstehliche historische Strömung von Katharina Sieverding. Heute möchte ich über das Bild Kontinentalkern von 1986 von Katharina Sieverding sprechen. Auch hier sind politische und ökologische Ideen miteinander verbunden. Einerseits hat sie ein Bild von der Beerdigung von Mao Zedong 1976 aus Peking aus den Medien herangezogen. Und das zweite Bild stammt von Marie Curie, die 1896 bereits versucht hat, die atomare Strahlung auf einem Fotopapier zu bannen. Diese beiden Bilder hat sie überlagert. Und dadurch, dass dieses erste Bild der Menschenmassen aus den Medien stammt und sie es großgezogen hat, ist es enorm abstrakt, weil es sich fast auflöst. Womit es sich auch mit der atomaren Energie verbindet, denn die atomare Energie löst ja tatsächlich auch Strukturen auf oder vernichtet Strukturen. Wenn man nah an das Bild herangeht, erkennt man gar nichts mehr. Man braucht einen bestimmten Abstand, um die großflächige Menschenmenge erkennen zu können. In diesem Bild wird etwas sichtbar, was wir 1986 für unsichtbar gehalten haben, nämlich die atomare Strahlung oder die atomare Energie, die sich über ganz Europa verbreitet hat. Ich finde es bemerkenswert, dass Marie Curie schon 1896 diese Strahlung sichtbar gemacht hat. Und heute sind wir wieder mit einem Virus konfrontiert, den wir nicht sehen und der uns dennoch Angst macht. Die starke Abstraktion in diesem Bild bedeutet ja eigentlich eine inhaltliche Auflösung, also ein Abstand nehmen zu den Inhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Abstand nehmen zu den Inhalten im Moment in unserer Krise uns helfen kann, Angst zu verlieren und dadurch vielleicht auch zu sehen, welche Möglichkeiten wir durch diese Krise haben. Ich hoffe, dass Sie einige Impulse mitnehmen konnten und ich freue mich, Sie bald wieder in der DZ Bank Kunstsammlung begrüßen zu dürfen.